Also erstmal kann man dann so diese Suche selbst lesen und versuchen, sich einen Reim daraus zu machen, beziehungsweise Texte dazu lesen, ist auch sehr spannend. Und dann gibt es so verschiedene Tendenzen, bei denen ich jetzt auch gerade bin. Einmal die Erklärung dieser Geschichte des Iblis als gefallener Engel, die man aus dem Koran selber finden kann. Und dann Erklärung zum Beispiel seiner Märtyrerschaft, dass er ein Märtyrer ist. Also sein Handeln zeichnet sich aus und er wird sozusagen rehabilitiert als jemand, der Gott widerspricht. Und dann gibt es die andere Interpretation, dass er der Oppositionist, also die wahre Opposition ist. Und das erstmal zu verfolgen, diesen Gedankengang nachzuvollziehen, ist ziemlich interessant. Und das andere mit den Bildern ist auch sehr interessant, weil wenn wir jetzt den Teufel aus dem globalen Westen betrachten, dann ist das ja so eine Figur, die auch abgebildet wurde, aber die auch zurückzuführen ist auf diesen gefallenen Engel. Und der Teufel, wie wir ihn jetzt so kennen hier im Westen, mit den Hörnern und dem Pferdefuß und Schwanz und so weiter, ist ja auch erst viel später entstanden, dieses Bild, so ungefähr, glaube ich, ab dem 16. Jahrhundert. Aber ich bin jetzt keine Kunsthistorikerin, deshalb muss man sich das auch langsam aneignen. Und vorher, also am Anfang, anfänglich wurde dieser gefallene Engel eben auch als Engel dargestellt, und zwar in den Farben Blau hauptsächlich. Und bei At-Tabari zum Beispiel oder bei diesen anderen illustrierten Handschriften in der islamisch-arabischen Welt ist der Teufel eigentlich, wenn er jetzt als Iblis vorkommt, mit so dunkler Haut, oder ja, hat er überhaupt Haut, ist so die Frage. Auf jeden Fall ist er so dargestellt mit dunkler Farbe, entweder dunkelbraun oder schwarz sogar. Und hat auch, zumindest in dieser einen Tabari-Abbildung, so eine Art, nicht unbedingt einen Pferdefuß, sondern so einen Greifenfuß. Und dann fragt man sich, wo kommt das denn her?